Was hältst du von den Grünen? Was hältst du von den Grünen hält? Heute? Ja. Sehr viel. Das hat mir die Liebsten. Die Linken sind mir am Arsch lieber wie die Grünen im Gesicht. Servus, grüßt euch. Also die Klima- und Umweltdebatte reißt ja auch nicht ab und die Grünen reiten gerade auf der Welle der Fridays for Future Demos. Ja, sogar YouTuber mutieren kurz vor der EU-Wahl zu absoluten Klimaexperten. Gell? Daher heute 5 Fakten aus der Landwirtschaft, die die Grünen und ihren Anhängern mit Sicherheit nicht gerne hören wollen. Fakt 1. Bioanbau ist nicht unbedingt umweltfreundlich. Für den Bioanbau ist bis zu 40% mehr Agrarfläche notwendig. Warum? Weil der Ertrag natürlich kleiner ist. Was folgt daraus? Deutschland muss mehr Nahrungsmittel importieren. Dadurch entgleitet uns die Wertschöpfung hier vor Ort. Und die Transportwege werden natürlich länger. Das heißt, mehr CO2, mehr Kosten und alle Lebensmittel, auch die nicht bio, werden teurer. Fakt 2. Regenerative Energien schützen nicht die Umwelt. In einem meiner vorherigen Videos habe ich klar aufgezeigt, dass Windkrafträder mit hoher Wahrscheinlichkeit am großen Insektensterben mitverantwortlich sind. Was ich nicht erwähnt habe, Windräder brauchen auch Agrar- und Forstflächen. Wir haben mittlerweile in Deutschland 30.000 Windräder. Jedes Windrad braucht ein halbes Hektar Land. Und hier sind die Zufahrtswege und die Schneisen für die Stromtrassen noch nicht einmal eingerechnet, meine Damen und Herren. Was verbraucht noch mehr Flächen? Richtig, die Solarparks. Sie nehmen nicht nur wichtige Anbaufläche für die Ernährung weg, sondern verhindern, dass sie natürliche Vegetation, Blumen, wie auch immer, entfalten können, da nicht genug Sonne und Regen auf die Felder kommt. Und wo wenig Vegetation ist, kann natürlich auch keine Biene leben, meine Damen und Herren. Fakt 3. Biokraftstoffe zerstören die Biodiversität. Ja, klingt das nicht toll? Biodiesel, Sonne im Tank. Naja, das klingt toll, wenn man nicht weiß, wie Biokraftstoffe entstehen. Dafür werden riesige Maiswüsten angepflanzt. Und diese Maiswüsten verdrängen Ackerflächen, die für die Ernährung wichtig wären. Sie sind für die Bienen und Schmetterlinge ein absoluter Horror. Sie fühlen sich dort nicht wohl. In eine kahle, trockene Maiswüste verirrt sich nun mal kein Schmetterling und die Biene hat da auch nichts zum Nektar sammeln. Kaninchen und Rebhühner haben durch die riesigen Felder keine Möglichkeit, sich auszubreiten. Und somit sinkt die gesamte Biodiversität in der Umgebung, welche die Grünen doch immer so bedroht sehen und sie somit selbst kaputt machen. Fakt 4. Verzicht auf Fleisch rettet nicht die Welt. Der Anbau von Lebensmitteln kommt ohne Gülle nicht aus. Wenn man die gesamte Fleischproduktion der Welt stoppen würde, hätte man kein Düngemittel mehr. Theoretisch könnte man auf mineralische Düngemittel zurückgreifen. Aber die Grünen hassen es und daher ist es im Bioanbau größtenteils verboten. Somit beißt sich die Katze in den Schwanz. Fleischproduktion und Landwirtschaft gehen immer Hand in Hand und hängen voneinander ab. Das funktioniert auch wunderbar, bis sich wieder einmal die Grünen einmischen. Fakt 5. Landwirte sind keine Umweltzerstörer. Die Grünen stellen unseren Bauern so dar, als ob sie nur profitgeil seien und mit allen möglichen Giftcocktails auf den Acker arbeiten, nur um maximalen Profit zu generieren. Das ist abgrundtief falsch. Gerade der kleine Landwirt sorgt für Biodiversität. Der Landwirt ist darauf bedacht, dass er seinen Acker im besten Zustand behält, weil er eben weiß, dass er auch in 10 Jahren noch von dem Ertrag leben muss. Daher pflegt und hegt er ihn schon aus Eigeninteresse. Er will ihn auch irgendwann mal an seine Kinder oder Enkel vererben können. Was macht dem kleinen Bauer aber am meisten Probleme? Das, was die Grünen so sehr lieben und feiern, nämlich die EU. Der Landwirt geht in der Bürokratie und Papierkram unter, was nur den riesigen Agrarbetrieben hilft. Was ist nun die Lösung der AfD? Erstens, die Ernährung und den Umweltschutz müssen wir national regeln. Unsere Landwirte wissen selbst, was gut für sie ist. Wer aus Eigeninteresse handelt, handelt nachhaltig und umweltschonend. Daher brauchen wir die Renationalisierung. Zweitens, die Landwirte müssen freier vom Staat werden. Sie wollen keine hohen Subventionen,
die sie mühselig beantragen müssen, sondern einfach faire Erzeugerpreise. Drittens, Atomkraft wäre eine Lösung. Die Forschung ist heute mittlerweile so weit, dass kaum radioaktiver Abfall entsteht und der auch viel kürzer und weniger strahlt. Somit sind in Zukunft keine Endlager mehr notwendig und die deutsche Entwicklung ist soweit. Lasst ein Like da, teilt das Video und abonniert meinen Kanal. Servus und habe die Ehre.